Oh, Leute, der Wecker klingelt. Muss aufstehen. Guten Morgen, Freunde. Okay, es ist jetzt gerade 5 Uhr und in einer Stunde muss ich in die Schule. Meine Freunde schlafen alle noch, denn ich bin heute extra eine Stunde zeitiger aufgestanden, weil ich meine Freunde heute einfach 24 Stunden lang pranken werde. Denn Leute, ich muss euch unbedingt etwas zeigen. Wir müssen aber erstmal schnell runter. Okay, hier in den Keller. Schaut mal, Leute. Boah, da geht's richtig tief nach unten. Aber da müssen wir einmal runter, denn passt auf, ich habe in meinem Keller etwas richtig Cooles versteckt. Guckt euch das an. Oh, ist das nicht ein cooler Keller? Und jetzt muss ich einmal schauen. Ich habe nämlich für heute etwas ganz Lustiges vorbereitet. Und zwar in dieser Kiste. Seht ihr schon? Da habe ich einmal ein, ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber das kann ich auf jeden Fall essen. Das sind wie so Bonbons, Leute. Und einmal so ein Meisel. Und mit diesem Meisel, das zeige ich euch gleich noch, was wir damit machen können. Aber Leute, wenn ich dieses Bonbon esse, dann schaut mal dann. Oh, schrumpf ich einfach. Und jetzt bin ich richtig klein. Und, ja, Leute, ich werde damit meine Freunde heute pranken. Bedeutet, ich bin heute als Winzling unterwegs und werde meine Freunde ein bisschen ausspionieren und ihn ein bisschen versuchen zu ärgern. Deswegen, wenn euch das gefällt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, muss ich mich beeilen. Ich mache mich einmal wieder groß. Und dann, schaue ich mal. Meine Freunde müssten jetzt eigentlich noch schlafen, weil wir müssen eigentlich erst in einer Stunde aufstehen. Dann müssen wir alle zur Schule. So, okay, Leute. Ihr seht, was die Uhr zeigt. Wir müssen uns beeilen. Okay. Wow, ihr seht, es ist noch ganz schön dunkel draußen, Leute. Okay, so, da drüben ist das Haus von Embi und ich glaube, wenn ich richtig gucke, liegt er da auch im Bett. Okay, Leute, ich werde mich jetzt einmal zu den Häusern schleichen von meinen Freunden und dann werden wir uns einfach klein da reinschleichen und ihn ein bisschen ärgern. Okay, oh, schaut mal, Leute, wir müssen leise machen. Okay, Embi ist zu Hause und, okay, wir schauen mal. Oh, der liegt im Bett, Leute. Okay, wir müssen echt leise machen. Wir schauen mal, ob Brexy auch zu Hause ist. Oh, und? Okay, Brexy scheint auch da zu sein, Leute. Okay, ich werde mich jetzt einmal hier ganz klein machen, Leute. Seid ihr bereit? 3, 2, 1 und... Wow! Okay, ich bin richtig klein geworden. Und jetzt zeige ich euch, was dieser Meisel kann. Passt auf, Leute. Jetzt nehme ich einmal diesen Meisel. Und jetzt kann ich nämlich einmal hier mir so einen kleinen Weg hier reinbauen. Schaut euch das an. Ist das nicht cool, Leute? Okay, wir müssen es aber echt leise machen. Oh, Leute, ich bin einfach eingebrochen. Guckt euch das an. Wow! Hier wohnt mein Freund Brex hier also. Okay, Leute. Wow! Der ist richtig laut am Schnarchen, Leute. Guckt euch das an. Oh, ich glaube, der ist am Träumen, so wie das aussieht, Leute. Okay. Boah, sieht das alles groß hier aus. Okay, müssen uns beeilen, Leute. Oh, ihr seht, ich bin noch echt langsam, weil ich so klein bin. Guckt euch das an, Leute. Oh, okay. Muss mal gucken. Ich muss jetzt irgendwie da hochkommen, Leute. Okay. Vielleicht komme ich ja mit diesen Rollblöcken da hoch. Ich baue mir da jetzt einen kleinen Turm nach oben. Passt auf, Leute. Und Diamanten. Diamanten. Oh, Diamanten. Oh, Leute. Brexy ist am Träumen. Irgendwas von Diamanten. Okay, Leute, ich baue mir jetzt eine kleine Treppe hier nach oben. Schaut. Und dann gehe ich einmal nach oben. Okay, Leute, ich bin jetzt oben und... Wow! Das ist mein Freund Brexy einfach. Guckt euch das an, Leute. Er schläft da einfach. Oh, und er geht ganz tief nach unten. Okay, wir müssen jetzt leise machen, Freunde. Wir müssen jetzt flüstern. Hä? Was? Wer ist da? Leute, er ist kurz aufgewacht. Wir müssen leise machen. Guckt euch das an, wie er da im Schlafen ist. Und ich habe auch eine coole Idee. Oh. Leute, ich werde meinen Freund Brexy jetzt ein bisschen ärgern. Passt auf. Brexy, steh auf. Ich will noch nicht zur Schule. Du wirst heute eine schlechte Note schreiben. Wie immer also. Heute steht ein Mathe-Test an. Mathe-Test? Oh, Leute. Oh, es funktioniert, Leute. Okay. Oh, Leute, meint ihr, ich kann auf Brexy draufspringen? Oh, ich habe Angst, dass er das merkt, Leute. Okay, ich muss ein bisschen leiser reden. Okay, ich spring jetzt mal auf ihn drauf, Leute. Ich hoffe, wobei, nein, hier geht's zu tief nach unten. Oh, Leute, ich werfe so ein paar Krümel auf ihn drauf. Okay, passt auf und... Was ist das? Hä? Oh, Leute, er ist aufgestanden. Was war denn das? Müsst aufpassen. Hä, hallo, ist hier jemand? Leute, ich hoffe, er sieht mich nicht. Ich gehe wieder schlafen. Oh. Oh, das war knapp. Okay. Oh, Leute, ich springe jetzt auf sein Bett. Achtung und... Wow. Oh, okay. Das haben wir geschafft. Okay, Leute, schaut mal, da liegt er einfach. Ich werde ihn jetzt einmal ins Ohr zwicken, Leute. Passt auf. Nochmal. Komm schon. Oh, das muss doch nicht. Was ist das? Ey, was ist das? Habe ich hier schon wieder Fliegen in meinem Zimmer? Mann, ich dachte, ich habe die alle weggeworfen. Okay, Leute, ich glaube, das hat auch gut funktioniert. Wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Ich werde Brexy jetzt nochmal den Füßen kitzeln. Und...
Lass das Westos. Oh Gott, Leute, ist das nicht cool. Okay, aber Leute, wir müssen gleich zur Schule. Und ich wollte ja eigentlich auch nochmal zu meinem Freund Embi vorbeischauen. Deswegen... Oh, Leute, ich habe ganz vergessen. Ich kriege hier auch viel mehr Fallschaden. Oh, hä? Langsam. Was war das? Oh, schnell, wir müssen unter das Bett. Was war das? Wir müssen unter das Bett. Wer ist da? Schnell, unter das Bett, Leute. Oh. Hier war doch gerade jemand. Ich habe doch was gehört. Ist im Keller jemand? Leute, ich habe mich jetzt unter sein Bett versteckt. Oh, der ist unten in seinem Keller, Leute. Schaut mal. Oh, wir müssen... Komisch. Oh, Leute, das war richtig knapp. Okay, jetzt schnell raus, Leute. Ich würde sagen, wir schauen da mal schnell bei meinem Freund Embi vorbei. Und dann müssen wir uns beeilen, weil wir müssen auch gleich zur Schule. Okay, Leute, ich würde sagen, wir lassen Braxy mal weiter schlafen. Dann gehen wir schnell zu meinem Freund Embi. Okay, Leute, ich bin jetzt wieder raus aus dem Haus von meinem Freund Braxy. Und jetzt würde ich sagen, ist Embi dran. Und was hat Embi denn für einen coolen Fernseher? Den wollte ich mir doch kaufen. Der hat sich meinen Fernseher einfach geklaut. Aus dem Mediamarkt, den ich kaufen wollte. Das werde ich in Heim sein, Leute. Okay, Achtung, ich hätte mich jetzt wieder ganz klein machen. Und wow, und dann bin ich wieder klein, Leute. Und jetzt würde ich sagen, brechen wir bei Embi im Haus ein. So, einmal hier durch und zack, zack, zack. Und komm schon. Ja, ich bin durch, Leute. Und wow, der hat ja auch ein richtig cooles Haus. Okay. Und Embi, seine Tür ist auf. Hier irgendwas und seine Tür auf, Leute. Was ist? Warum ist seine Tür auf? Irgendwas stimmt da nicht, Leute. Hat der... Okay, ich würde sagen, Leute, schleich mich jetzt auch mal hoch zu seinem Bett. Oh, mal da auch mal eine kurze Treppe nach oben. So, wow. Okay, Leute, ich bin jetzt oben und... Oh, da ist Embi und... Nein, das ist ein Diamant. Woher? Woher hat er einen Diamant? Das sieht aus wie einer von meinen Diamanten. Vielleicht ist auch deshalb seine Tür auf, Leute. Nein, sag nicht, er ist bei mir eingebrochen und hat meine Diamanten geklaut. Oh, Embi, na warte, das wirst du wiederbekommen. Okay, Leute, ich glaube, ich werde jetzt einfach mal Embi seine Lampe anmachen und ihn wecken. Leute, ich habe... Das Licht angemacht und er ist wach geworden. Warum ist dann das Licht an? Oh. Ich verstecke mich. Mach das mal wieder aus hier. Die Lampe wieder ausgemacht, Leute. Ich kann mal wieder schlafen legen. Oh. Okay. Oh, Leute, weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde seinen Fernseher anmachen. Oh, wo ist der Knopf? Oh, Leute, da hinten ist der Knopf. Da ist der Knopf. Ich werde den Fernseher jetzt anmachen. Und zack. Oh, ist das laut? Hä? Oh, was ist das denn? Ich habe meine Fernbedienung unter mir gehabt. Oh, ich mach den wieder aus. Was ist denn jetzt los hier? So. Oh, Leute, er hat sich wieder schlafen gelegt. Okay, Leute, ich würde sagen, das wird reichen. Denn ich sehe auch gerade, muss mich beeilen, Leute. Es ist gleich 6 Uhr, wir müssen gleich alle aufstehen. Oh, ich muss schnell zu mir nach Hause, Leute. Oh nein, schnell. Nein, Braxy. Der Embi. Embi, gay. Nein, sein Freund Braxy kommt. Er möchte ihn wecken, weil es zur Schule geht. Leute, ich... Embi! Ich muss mich verstecken. Hör auf, wir müssen zur Schule. Du hast gesagt, ich soll dich wecken. Oh, ein bisschen schlafen. Nein, Mann, du hast gesagt, wir müssen zur Schule. Jetzt steh auf. Oh, ja gut. Los, Mann, mach dich fertig. Wieso ist deine Tür offen? Oh. Hä? Weiß ich nicht. Die Tür? Also ich bin von einer anderen Tür gekommen. Ja, ich schlafwandel manchmal, das kann jetzt sein. Jetzt tut er so, er weiß ganz genau, dass er meinen Diamant geklopft hat. Wir müssen noch Lumi abholen, beeil dich. Ja, ich komme, ich trinke noch was. Oh. Nein, Leute, wir wollen zu mir nach Hause. Oh nein. Komm. Was mache ich? Ich mache mich wieder schnell groß, Leute. Ich muss jetzt schnell. Okay, schnell. Bist du schnell nach Hause? Und, hast du gut geschlafen? Ja, richtig gut. Na, obwohl es geht. Mein Fernseher ist angegangen und sowas. Boah, ich hatte auch voll so komische Träume heute. Nein, okay, Leute. Die wollen zu mir nach Hause. Schnell. Von hinten, warte. Oh, die kommen, Leute. Schnell nach Lumi. Oben. Lumi. Lumi, wir kommen rein. Schläft er noch? Hey, Mann, ich muss euch immer alle wecken. Oh. Lumi. Guten Morgen, Jungs. Ich bin gerade aufgestanden. Ja, ich hab's ein bisschen verschlafen heute. Ja, ist nicht schlimm. Deswegen wecke ich euch ja immer beide. Ja. Machst du dich schulfertig? Ja, ich... Okay, komm. Ich muss noch meine Hausaufgaben ausdrucken, einmal ganz kurz. Okay, wir warten unten auf dich. Bis gleich. Boah, das ist nochmal gut gegangen, Leute. Uiuiui. Okay, Leute. Ich muss jetzt meinen Schulranzen holen. Ich habe keine Ahnung, wo ich den liegen lassen habe. Und dann müssen wir erstmal zur Schule. Okay. Ich weiß noch meine Hausaufgaben. Zack. Komm, setz dich. Hier sind Kekse, Embi, Mann. Essen die jetzt nicht meine Kekse? Jungs, die waren eigentlich... Ja, hat meine Mama für mich gebacken. Aber ist okay, bedient ruhig. Danke. Okay. Dann würde ich sagen, Jungs, dann habt ihr alles? Wir haben alles. Ich hab meine Bücher oben vergessen. Dann würde ich sagen, ich mein Buch noch schnell holen, Leute. Dann bin ich auch gleich da. Okay, wir sehen uns in der Schule. Okay, Leute, ich habe jetzt auch schnell mein Buch geholt für die Schule und... Jungs! Da bist du ja, Mann! Ich hab doch schnell meine Bücher geholt. Nein! Was denn? Ich hab mein Buch vergessen.
Maxi! Ich gucke einfach bei euch mit rein. Komm, wir sind zu spät. Ja, los. Boah, sag mal, habt ihr heute Nacht zufälligerweise auch so schlecht geschlafen? Oh ja, richtig schlecht. Ich habe irgendwas gehört bei mir, Alter. Heute Nacht ist auf einmal das Radio angegangen und so. Ganz komisch irgendwie. Bei mir mein Fernseher. Und bei mir hatte ich das Gefühl, dass bei mir jemand war. Was? Nein. Ja, wirklich, ich habe irgendwas gehört, das hat richtig geknallt. Wirklich? Ja. Okay, merkwürdiger Zufall. Aber okay, Jungs, da vorne ist die Schule. Und wir schreiben doch heute so einen Mathe-Test, oder nicht? Oh, ich habe nicht gelernt. Oh, nein. Oh, ich habe auch... Ja, Jungs, wir könnten nur noch schnell einen Spicker schreiben. Aber das darf unser Lehrer nicht sehen. Welchen Spicker denn? Ja, das ist Mathe, du hast recht, da kann man nicht viel spicken. Aber jetzt, Jungs, wir müssen uns beeilen. Die Schule beginnt gleich. Oh, wisst ihr, in welchem Raum wir haben? B3, glaube ich. B3? Oder 203. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, 203. Ich glaube, die ist oben. Spät, hier ist keiner. Kommt schnell. Unser Lehrer wird uns so zusammenscheißen. Oh, Mann. Ihr kommt, Jungs, wir müssen uns beeilen. Sonst wird unser Lehrer uns richtig Ärger geben. Oh. Okay. Leute, unsere Klasse. Was denn? Wer klopft an? Braxy. Nee, ich hab euch geweckt, ich bin raus. Nee, du. Oh Mann, okay. Immer ich. Okay. Klopf, klopf. So, herein. Jungs, ihr wisst, ihr seid zu spät, oder? Alle drei von euch. Ja, aber das ist alles Lubigs Schuld. Entschuldigung, Herr Müller. Wir hatten, Okay, ich möchte keine Ausreden. Setzt euch einfach hin. Mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Ja, und letzte Woche war es deine Katze. Also, setz dich jetzt hin. Okay, tut mir leid. Okay. Was machen wir heute, Herr Lehrer? So, heute lernen wir Matheformeln zusammen. Also, nee, Moment mal. Wir haben heute einen Überraschungs-Mathe-Test. Oh Mann, immer diese Tests. Aber können wir das nicht verschieben? Nein, Braxy, du musst heute den Test schreiben. Du weißt ganz genau, dass du musst auch gute Noten schreiben, ne, Braxy? Okay. So, also setz dich auf den Platz und nimm einen Zettel und Stift raus und dann fangen wir an. Herr Müller, ich habe fürchterliche Bauchschmerzen. Ich glaube, ich habe was Schlechtes gegessen. Dürfte ich kurz auf Toilette gehen? Ausnahmsweise bitte. Ausnahmsweise darfst du gehen. Okay, danke schön. Aber beeil dich. Mein Fuß, Herr Müller, darf ich... Nein, Braxy, du bleibst da. Okay. Leute, es hat funktioniert. Ich habe mich aus der Klasse rausgeschlichen und jetzt werde ich mich wieder klein machen und jetzt würde ich sagen, kann ich bei den Jungs heimlich abschreiben. Okay, ich werde mich jetzt ganz einmal hier ranschleichen. So, jetzt mache ich mich einmal wieder klein, Leute. Und schwupp. Oh, Leute, guckt euch das an, wie klein ich bin. Ja, die anderen jetzt den Test schreiben, werde ich mich irgendwie hier reinschleichen. Okay, ihr müsst jetzt einmal dahinter laufen, Leute. Okay, ich habe meinen Meißel auch schon bereit. Okay, Leute, dann würde ich sagen, okay, baue mich jetzt einmal hier rein, Leute. Ich hoffe, das sieht niemand. Okay, müsst jetzt gleich drüben ankommen. Komm schon. Oh, die anderen schreiben gerade schon den Test. Ja. Oh, Leute. Aufgabe 12, was ist das? Warte, er guckt. Okay, Leute, die Jungs schreiben gerade schon den Test. Ich schleiche mich hinten ran und dann schreibe ich ab. Oh, ich hoffe, MP sieht mich nicht. Braxy, wie weit bist du? Seite 1 und du? Ich bin schon der Zweite. Jungs, nicht so laut. Nicht miteinander reden. Auf die Zettel gucken. Ja, ja, ist Rote nur einen Stift. Stift, hallo? Ja. Beim nächsten Mal bringst du deinen eigenen Stift mit, ne? Leute. 3 mal 3 ist 5. Einem Sinn geteilt durch 1. Leute, ich muss irgendwie hoch auf seinen Tisch. Ich sehe sonst nichts. Ich muss irgendwie hier hochkommen. Ja, wo ist denn Lumi hin? Die sucht schon. Wollen wir die mal verpetzen beim Lehrer? Ja, warte. Herr Lehrer! Nein! Ja? Wann nein. Schreibt denn Lumi? Wollen wir nicht auf ihn warten? Nein. Du hast recht, Lumi ist schon eine ganze Weile weg. Ja. Ich muss warten, bis er Lehrer. Soll ich mal nach ihm gucken gehen? Gut, Braxy, du darfst nach ihm schauen. Aber beeil dich. Was ein Ehrenloser, er will mich verpetzen. Okay, warte. Lumi! Wo ist denn der? Hallo, ihr Lehrer! Wo kommst du denn, Lumi? Ich bin gerade reingekommen, haben sie mich nicht... Braxy, du bist an mir vorbeigelaufen! Echt? Oh, ja. Ich Braxy, bin aufgeregt. Braxy, ja? Wolltest du dich aus dem Staub machen? Na, ich bin noch zurückgekommen. Ja, das sah ein bisschen merkwürdig aus, Braxy, muss ich sagen. Braxy? Also, ich hab nur geguckt, ja. Okay, setzt euch hin und fangt an, die Tests zu schreiben, ja? Mann, immer das Gleiche. Leute, ich konnte nicht abschreiben. Oh Mann, okay, jetzt müssen wir die Matheaufgaben lösen. An der Tafel, was steht da? Ich kann das doch alles gar nicht. 1 plus 1 war 2. Oha, was war das? Lumi hat gerade mit einem Pfeil auf den Lehrer geschossen. Lumi, sowas macht man nicht. Okay, Lumi, das war's, Lumi. Erstmal läufst du weg zur Toilette und jetzt wirfst du mit Pfeilen rum. Das gibt seine 6 für dich. Gib mir deinen Test zurück. Gib mir deinen Test zurück.
Mann, die waren du setzt dich jetzt draußen hin, Lumi. Setz dich da draußen hin. Immer das und stör gleiche. Die anderen nicht. Alles klar? Gut, super. Oh Mann, Leute, das waren die einfach. Hört auf zu lachen. Ja, das fand ich nur lustig. Entschuldigung. Mann, solche kleinen... Ich sag jetzt nichts, Leute. Aber das werden die schon heim. So, ich bin fertig. Hier, mein Name aufgeschrieben, das Datum. Und kann ich jetzt gehen? Setz dich auf deinen Platz und bleib da sitzen. Bis die Schulklingel klingelt, ja? Mann, die Glocke beendet immer den Unterricht, ey. Okay, Leute, die müssen doch warten. Ich darf jetzt schon gehen. Okay, ich nutze das jetzt aus. Ich gehe schon mal runter. Und, ich glaube, Leute, also ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von meinen Freunden. Die haben mich einfach verpetzt. Und heute Nacht, ich bin echt ein bisschen enttäuscht, Leute. Boah, Leute, was soll ich nur machen mit den beiden? Okay, Leute, ich bin ja jetzt draußen, aber ich habe eine Idee bekommen. Wie wäre es, wenn ich nochmal reingehe, mich nochmal ganz klein mache und mich zu deren abgegebenen Test schleiche und dann nochmal irgendwas draufschreibe? Dann bekommen die ja eine schlechte Note. Boah, das werde ich machen, Leute. Okay, mich jetzt noch einmal schnell nach oben schleichen. Und okay, wo sind die Tests, Leute? Oh, der Lehrer muss die Tests erst einsammeln. Liegt noch auf deren Tische. Leute, ich habe halt die Tests genommen. Alles Müller, oder was? So, Jungs. Leute, er legt über sich da vorne auf den Boden. Muss mich dann irgendwie noch mal reinschleichen. So, jetzt könnt ihr gehen. Ihr habt jetzt erstmal die erste Stunde geschafft. Ihr habt jetzt erstmal Freistunde. Weil euer Lehrer. Freistunde. Leute, ihr dürft mich nicht sehen. Wo ist Lumi? Der wurde doch nach Hause geschickt. Aber der wurde doch noch rausgeschickt. Der ist locker beim Spielplatz. Stimmt, lass mal hin. Okay, Leute. Lumi. Okay, die sind weg. Der Lehrer ist noch drin. Okay. Leute, ich mache mich jetzt nochmal schnell klein. Und jetzt werde ich mich nochmal reinschleichen. Und dann werde ich deren Test verändern. So. Einmal hier. Und. Das ist Herr Müller. Okay, ich hoffe, Herr Müller sieht mich nicht, aber ich bin so klein, oder der kann mich eigentlich gar nicht sehen. Jetzt werde ich mich zu den Test schleichen, Leute. Und werde da irgendwas reinkritzeln. Was macht Herr Müller da? Okay, der macht da irgendwas in die Tour rein. Okay, Leute, hier sind die Tests von Ambi und Praxi. Was haben die hier reingeschrieben? Okay, Leute. So, Leute, und? Leute, die haben den Test ja komplett leer abgegeben. Was für Dummköpfe. Ich werde da jetzt irgendwas reinschreiben. Ich schreibe jetzt rein. Herr Müller ist, doof. Und jetzt schreibe ich hin. Ich könnte hinschreiben. Ich schreibe hin. Von Praxi. Fertig. Okay, Leute. Es wird mal Zeit, die Tests zu kontrollieren. Leute, er nimmt die Tests. Ich will die Tests jetzt kontrollieren. Wir das mal. Gucken uns das mal an, was die Kinder so gemacht haben. Braxis Test. Herr Müller ist doof. Ja, Leute, er hat von Braxi? Okay, das gibt eine 6 und ein Gespräch mit den Eltern. Das geht gar nicht. Oh, Leute. Nee, das geht nicht. Leute, Braxi bekommt jetzt richtig Ärger. Ich würde sagen, ich habe ihn auf jeden Fall zurückgezahlt. Okay, Leute. Jetzt nur schnell raus aus der Klasse. Okay, hat die Tür zugemacht, Leute. Ich mache mich jetzt schnell wieder groß. Und dann schnell raus aus der Klasse. Okay, Herr Müller geht runter. Dann würde ich sagen, Leute, gehe ich auch schnell runter. Und dann mal schauen, wo meine Freunde sind. Okay. Herr Müller verlässt auch die Schule jetzt. Okay, Leute. Braxi und... Ja, ich wusste, dass sie auf dem Spielplatz sind. Mal schauen, was sie so treiben. La 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 la. Hi, Freunde, was geht? Oh, Lumi, was geht? Was macht ihr so Schönes? Und wie waren die Tests? Gar nichts. War gut. Die Tests waren gut? Ja. Ich habe ein richtig gutes Gefühl. Ich glaube, ich habe eine 2. Ich habe echt gelernt, ne, Jungs? Also ich sag mal so, ne, wenn ich keine 2 kriege, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Leute, wenn er nur wüsste. Ja, da kommt Herr Müller gerade. Hallo, Herr Müller, haben Sie die Tests schon kontrolliert? Braxi. Ja? Du kommst jetzt sofort mit. Hä, wieso denn? Du hast jetzt ganz schön gewaltigen Ärger eingebrochen. Ärger gemacht? Was hab ich denn? Komm mal mit, Braxi. Leute, Braxi bekommt jetzt richtig Ärger. Oh Mann. Ich glaube, es hat alles funktioniert. Oh Leute, ich glaube, ich habe es den beiden auf jeden Fall heimgezahlt. Also Leute, ich glaube, es hat auf jeden Fall funktioniert. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und checkt natürlich auch meine Freunde ab. Link ist in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut da rein. Bis dahin. Ich bin raus. Ciao.